Die Brüsseler Mittwochsgesellschaft ist ein furioser Auftakt auf vollkommen neuem Terrain. Lobbying ist Communication. Austauschen, Netzwerken, diskutieren. In Brüssel sagen ihnen alle, ach, die in Brüssel, die interessieren sich nicht, da kommt eh keiner, das ist ganz schwierig. Keiner von uns wusste, wie viel kommen letztendlich. Herzlich willkommen hier in der Bibliothek Solvay, einer Institution in Brüssel. Der Herr Minow hat gesagt, es sieht aus wie Harry Potter. Handel und Lebensmittelindustrie verbinden Menschen, bauen Brücken zwischen Märkten und natürlich auch zwischen Kulturen. Zum Verbraucherschutz. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Bürger Europas. Das sind 500 Millionen Individuen. Das lässt sich nicht auf einen Namen bringen. Das lässt sich nicht als Durchschnitt ermitteln. Den typischen Verbraucher, den gibt es nicht. Der Handel ist irgendwie die Schnittstelle zwischen sehr vielem und sehr vielen. Und deshalb ist die Veranstaltung auch gut besucht und bekommt auch gute Redner. This forum can become a valuable asset and I rely on your continued engagement. A well-designed and well-implemented consumer policy that makes consumers feel safe and confident whenever they shop should not be seen as a burden or a luxury. Consumer policy is an economic policy. Verbraucher schützen heißt für mich Verbraucher aufklären. Ich will dem, was deklariert ist, vertrauen können, aber ich will es auch verstehen können. Are you an internet shopper? Yes, I am. Maybe not to the extent that some other people are. Ich glaube, wir haben ihn alle das erste Mal gesehen. Der war verbindlich, angenehm. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass er wenig online kauft. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Fähigkeit eines Mannes, durch den Wald voller Probleme zu gehen und nicht auf eine einzige Ameise zu treten. It is therefore one of my immediate priorities to set up a well-functioning online dispute resolution platform. My position on this is clear. No compromise on safety and reward businesses who play by the rules by eliminating unfair competition from those who don't. Angenehm fand ich noch, dass er den Handel irgendwie beteiligen will an Entscheidungsprozessen. Im Endeffekt ist der Handel natürlich derjenige, der das umsetzt und der das vor dem Kunden leben muss. Also insofern haben wir da schon eine Riesenverantwortung. Retailers have the great privilege and the great responsibility of being in daily direct contact with European citizens. Wir haben mit dem Thema Ursprungskennzeichnung schon seit einiger Zeit zu tun. Ein Hemd auf seinem Weg von der Baumwolle, die geerntet wird, bis zum Verbraucher, durchläuft zum Beispiel vier Länder. Was die Kommission vorgeschlagen hat, ist, dass man eines von diesen vier Ländern nimmt und gibt dem Verbraucher die Information, this shirt is made in country C. Jetzt frage ich Sie, ob der Verbraucher mit der Information viel anfangen kann. For me, it's a better to be engaged in a discussion, in a debate, in finding the proper arguments. What could be the criteria that would actually best reflect in a best possible way the present state of affairs in the globalized world? Also made in Germany, Klammer auf, U.A. Vielen herzlichen Dank. Die Diskussion wird fortgesetzt. Ganz interessant, wir machen auch in Polen Mittwochsgesellschaft. Lernt die Leute kennen, man kriegt ein Gefühl dafür. Was ist das für ein Mensch? Ist ihm das ernst? Was ist ihm wirklich ernst? Christmas is coming. Die meisten von uns haben ja schon ihre Geschenke fertig. Fragen sich jetzt nur, wann soll ich sie kaufen und wo, in welchem Land? Wo sind die Öffnungszeiten so ideal, dass sie als Kommissar sagen, das ist mal ein Role Model und das macht Deutschland jetzt auch so. My prime goal is to enable or to improve the conditions and to facilitate the shopping in the single market. Help me make consumer rights more visible by indicating them clearly both in stores and online. And I invite you to become my partners in ensuring that consumer rights do not just exist on paper. Was ich gehört habe, ist, dass viele es gar nicht gewohnt sind, dass sie Fragen stellen können auf den Veranstaltungen. Was sie gesehen haben, die Gäste, dass alle ihre Fragen stellen, die sie immer schon mal stellen wollten. An den Kommissar. Was geht denn mehr?